Von den alten Zügen sind heute keine mehr im Linieneinsatz. Doch es gibt noch viele Museumswagen. Sie stehen im Depot Sebaldsbrück. Dorthin ist ein GT8N auf der Linie 2 unterwegs. Das alte Depot in bestem Licht. Wagen 811 wird bereitgestellt. Daneben gesellt sich der Triebwagen 701. Das kleine Straßenbahnmuseum ist eine Fundgrube. Hervorragend restauriert stehen die Wagen auf den Gleisen. Betreut und erhalten werden sie vom Verein Freunde der Straßenbahn Bremen. Wolfgang Lukaschewski ist schon lange im Verein aktiv. Er kennt sich mit der Geschichte der Bremer Straßenbahn bestens aus. Hinter uns steht der Triebwagen 49, ein Fahrzeug mit dem Baujahr 1900, ist einsatzfähig, er kann fahren, er darf aber leider keine Fahrgäste mehr mitnehmen, weil er nicht über die erforderlichen Bremseinrichtungen verfügt. Wir haben ein Fahrzeug, das nur minimal jünger ist, das ist ein baugleiches Fahrzeug, Baujahr 1904, repräsentiert heute aber einen Bauzustand von 1938. Der Hinweis deshalb, weil dieser Wagen schon Polstersitze hat und ein Fahrer die Möglichkeit hat, vorne hinter der Scheibe zu stehen. Das nächste, was wir dann hier haben, ist Baujahr 1947. Ein Fahrzeug aus Stahlblech, das aus der Not heraus nach dem Krieg gebaut wurde, und zwar auf einer Werft. Es ist hier in Bremen bei der später bekannten AG Weser, damals noch Bremer Dock- und Maschinenfabrik, gebaut worden. Es gibt noch ein Unikum hier in Bremen, einen sogenannten dreiachsigen Gelenkwagen. Das ist ein Fahrzeug, das aus der Not heraus geboren wurde, Ende der 50er. Dieses Fahrzeug besteht eigentlich vorne aus den Teilen eines Zweiachsers und hat einen angehängten Nachläufer. Das ist unser Hansa-Gelenkwagen. Das ist eigentlich das Arbeitspferd hier gewesen von 1960 bis Anfang der 90er Jahre. Das ist unser 446 mit dem Beiwagen 1458. Dieses Fahrzeug stammt aus dem Jahre 67, wurde hier in Bremen gebaut bei der damaligen Firma Hansa Waggon, die es heute leider nicht mehr gibt. Und dieses Fahrzeug wird auch für alle Stadtrundfahrten genutzt, ist eigentlich auch im Verein hier das Arbeitspferd, weil er maximal 85 Sitzplätze anbietet und wir ihn also für viele Dinge einsetzen können. Ab 1973 wird der sogenannte Stadtbahnwagen in Dienst gestellt. Die Gelenktriebwagen werden von Wegmann in Kassel gebaut. Im Museum steht der Wagen 557. Er wird bald den aktiven Museumsbestand bereichern. Im Straßenbahnmuseum in Wemingen wird der Wagen 533 betriebsfähig erhalten. Auch ein Niederflurwagen steht bereits im Museum. Es ist der Prototyp des GT6N bzw. 8N, zuletzt in Norrköping in Schweden im Einsatz. Anfang der 90er Jahre wird der 801 in vielen Städten Europas als erster vollwertiger Niederflurzug vorgeführt. Auch in Berlin. Dort werden dann 105 dreiteilige GT6N angeschafft.